Die Tür ist offen. Für Schredder, für Häcksler, für was die heißen, Schiiten, Einheit Schiiten. Ex-Shia, Jahid, kann uns auch hier überzeugen. Einladen zum Paradies, wir sind bereit dahin zu gehen, zum Paradies. Zu diesem Paradies, was er für uns einlädt. Und apropos diese Einladung, ich wiederhole mich nochmal, er lädt uns dahin ein, wo er uns nicht einladen darf. Allah lädt zum Paradies ein. Und Allah lädt, schickt in die Hölle. Das heißt, Allah darf uns ins Paradies einladen. Und Allah gibt uns die Erlaubnis, ob wir die Menschen zum Paradies einladen dürfen. Mit Bedingungen. Welche Bedingungen? Wenn er oder sie dem Sahaba folgen, dann müssen sie wissen, welche Sahaba von denen, die sie folgen, zum Paradies einlädt und welche Sahaba zur Hölle einlädt. Ammar ibn Yasir hat zum Paradies eingeladen. Wem hat er eingeladen? Er hat einen anderen Sahaba zum Paradies eingeladen, derjenige, der zur Hölle einlädt, nämlich Muawiyah. Muawiyah hat zur Hölle eingeladen und Ammar hat zum Paradies eingeladen. Unter welchen Bedingungen hat er das gedurft? Warum durfte Ammar die Leute von Damaskus oder von Leute von Muawiyah oder die anderen Sahaba, warum durfte er sie zum Paradies einladen? Obwohl, dass er voller Glaube war, obwohl, dass er voll von dem Glaube war und obwohl, dass seine Eltern vor seinen Augen gestorben sind für Allah subhanahu wa ta'ala und obwohl, dass Allah ihn mit gläubig bezeichnet hat in den Koran, Ammar. Obwohl, dass Allah ihn mit gläubig bezeichnet hat in den Koran, niemand kann verleugnen, wir sind einig darüber, Sunni und Shia, dass Allah Ammar mit gläubig bezeichnet hat. Und niemand kann mit uns darüber streiten, weil wir uns einig darüber sind, dass die Eltern von Ammar das Paradies versprochen wurden. Sabran Ali Yasir, Mu'idina Mu'idakum al-Jannah. Geduld, Familie Yasir, eure Verabredung ist Paradies, sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist einig, wir sind einig, alle Sunniten, Schiiten, alle Muslimen sind darüber einig. Ammar ist versprochen zu Paradies. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam prophezeite von Ammar, sagt, weiha Ammar, taqtuluhu fi'atul baghiya, yad'unahu ila an-nar wa yad'uhum ila al-jannah. Das heißt, wie Ammar, der wird von den Tyrannen umgebracht oder von den Angreifern umgebracht, ne? Der lädt sie zum Paradies ein und sie laden ihn zur Hölle ein. Ammar darf diese Menschen zum Paradies einladen. Und wir und Ammar haben wir die Erlaubnis, von Ali alayhi salam, dadurch, weil Ammar die Bestätigung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekommen hat, die Menschen zum Paradies einzuladen, die Sahaba zum Paradies einzuladen. Ne? Warum? Weil er unter die Fahne von Ali alayhi salam gekämpft hat. Und wenn wir uns an die Hadithe von Muhammad sallallahu alaihi wasallam zurückführen und an die Verse, die das bestätigen, dass Ali salamullah alayhi und seine Anhänger sind die Gewinner. Das heißt, sie sind die Leute, die ins Paradies gehören und sie dürfen Leute zum Paradies einladen. Nicht, du kannst nie jemanden zum Paradies einladen, wenn du die Erlaubnis von Allah nicht bekommen hast. Du hast die Erlaubnis von Allah bekommen, weil du Shia bist. Inna Aliya wa Shi'atihi humul fa'izun. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam schwört. Er sagt, und ich schwöre bei demjenigen, der in seinem Hand mein Leben liegt, Ali und seine Shia sind die Gewinner. Da hast du die Befugnis, da hast du die Erlaubnis, die Menschen zum Paradies einzuladen. Nicht jeder darf die Menschen zum Paradies einladen. Also Wizarat al-Awqaf in Saudi-Arabien, in Jeddah, hat das hier freigegeben im Internet, wenn du Wizarat al-Awqaf hingibst, ne, das geht um die Religion, also Wizarat al-Awqaf, die heißt Awqaf al-Awqaf. Also auf jeden Fall, dieses Ministerium ist extra für Religion gedacht. Und sie haben diese Tafsir bei sich veröffentlicht. Und unter diesem Tafsir ist Tafsir al-Tabari, der sich also über Surat al-Bayyinah, Vers 7, äußert, indem er besagt, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, als dieser Vers gekommen ist, stand und Ammar ibn Yasir hat das gesehen und die Sahaba haben das gesehen. Er sagt, und ich schwöre bei demjenigen, der in seinem Hand mein Leben legt, dass Ali und seine Shia sind die Gewinner. Das Wort Shia hat er auch erwähnt, Tabari, sind die Gewinner. Also deswegen, also er war die, das, also das war die Erklärung für Ayat al-Bayyinah, Surat al-Bayyinah. Inna الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Das heißt, diejenigen, die geglaubt haben, gute Werke verrichtet haben,
Das sind die besten Geschöpfe. Die besten Geschöpfe. Er wurde gefragt, wer sind das, ja Rasulullah? Wer sind das, ja Rasulullah? Er sagt, Walladhi nafsi biyadihi. Inna aliyya wa shi'ati humul faizun. Das heißt, ich höre bei denjenigen, der in seinem Hand mein Leben legt, Ali und seine Shia sind die Gewinner. Und diese Layudanna aliyya al-Haud, sie werden mich antreffen an Haus. Das heißt, wir werden Muhammad, wir sind das Paradies versprochen. Das ist eine Einladung für alle Nicht-Schiiten, für alle, die anti-schiitisch bezeichnet werden im Internet und überall auf dieser Erde, die denken, dass sie damit gute Werke verrichten, indem sie sich anti-schiitisch hier bezeichnen, indem sie uns auch Rafida bezeichnen. Eine Einladung für sie, dass sie auch Anhänger von Ali salamullah alayhi werden können, dürfen, indem sie auch viele Wahrheiten entdecken bei uns, die sich in ihre Unterlagen finden oder befinden und unsere auch. Ne? Also das heißt, diese Unterlagen, diese Wahrheiten können wir schon zeigen und angeben, freidenkend, also da zusammenarbeiten. Die Einladung geht speziell für einen, sage ich, Bruder, der im Internet sehr tätig ist, nämlich im YouTube-Bereich, dessen Namen Schiiten in YouTube, der ist herzlich willkommen zu einer Diskussion, zu einem Dialog, der sehr vernünftig, sehr friedlich ist, hier, der auch zu einem Ziel zweckt, nämlich die Wahrheit zu finden und zu folgen. Das ist also Sondereinladung für, eine Sondereinladung für diese Schiiten im YouTube-Bereich, sein YouTube-Kanal Schiiten heißt sie. Er ist gerne zwischen uns, also wenn er möchte, dass wir uns treffen. Der kann auch sogar die Bestimmungen selber angeben. Die, also jede Vorschrift, die wir bereit einzuhalten, die er macht. Denn diese Einladung kostet uns natürlich etwas. Aber das, was wir dafür bekommen, bei Allah subhanahu wa ta'ala, ist unzahlbar. So, wir sind bereit mit ihm und mit seiner Aufsicht. Er kann jeden mitbringen, den er für einen Gesprächspartner hält, der ihn vertreten kann. So, und diese Einladung gilt natürlich für alle anderen. Schredder und Al-Mazlul, Balushi, egal wer. Also wir sind bereit, als Schüler natürlich, miteinander, mit Lehrer, uns zu unterhalten, um die Wahrheit zu erlangen, zu bekommen. Wir sind bereit, alles zu akzeptieren. Alles zu akzeptieren, was nämlich unser Verstand und unser Herz und Ijma' al-Umma und Kitab Allah, was dadurch akzeptiert wird. So, also das ist, sagen wir, eine öffentliche oder beziehungsweise eine private Einladung, eine öffentliche Einladung, eine private Einladung für Schiite und eine öffentliche Einladung für Pierre Vogel, für Abu Dujana, für Abu Anas und für Abu Hanzala und was weiß ich, was da für Abos gibt. Abu Raira ist auch eingeladen, das ist kein Problem. Wie gesagt, also wir sind bereit, mit jedem zu diskutieren. Wir sind bereit, mit jedem zu diskutieren, nicht um zu diskutieren, sondern um die, sagen wir, vielleicht haben sie was Besseres anzubieten als das, was wir haben. Wir nehmen alles an, was unser Herz, unser Verstand und das Buch Allah und Ijma' al-Umma und das authentische Hadith annimmt. Was ist das für ein Paradies, wenn ich weiß, dass Muawiyah drin ist? Was ist das für ein Paradies, wenn ich weiß, Amr ibn al-As ist drin? Was ist das für ein Paradies? Aber guck mal, Paradies von Ammar ibn Yasir, salamullah alayhi. 95 Jahre alt steht mit seinem Schwert und zittert. Weiha Ammar, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Warum hat er das gesagt, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Und wo hat er das gesagt, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? So oft hat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dieses Wort gesagt. Und ein berühmtestes Mal war in Medina, wo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sein Haus, seine Moschee gebaut hat. Und da waren sie am Steine schleppen. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Hamza und die Sahaba. Die Überlieferung sagt, dass Osman stand beiseite, damit seine Kleidung nicht staubig werden. Und dann kann Schredder jetzt versuchen, sich schlau machen, wie er diese Überlieferung widerlegen kann. Dass Ammar sich nicht staubig machen wollte. Osman, Entschuldigung. Und Ammar, salamullah alayh, trägt zwei Steine, einmal für Rasulullah und einmal für sich. Und dann sagt der Rasulullah, warum trägst du zwei Steine? Sagt, damit du keinen Stein trägst, ja Rasulullah.
Ich trage für dich. Er sagt, wie Ammar, da kulu fi atul baghia. Wie Ammar, der wird von den Ungläubigen oder von den Irregeleiteten umgebracht. Er lädt sie zum Paradies ein und sie laden ihn in die Hölle ein. Und da hat er sie zum Paradies eingeladen, in Safin. Da wo er stand vor Muawiyah, vor Amr ibn al-As. Und er sagt, kommt hier zu uns, kommt zum Paradies, kommt zu Ali, salamullah alle. Heute, wir laden euch auch zum Paradies ein. Kommt zu uns, wir machen einen Dialog mit euch, wir öffnen unsere Herzen für euch. Wenn ihr die Sahaba respektieren wollt, dann respektiere die Sahaba aufgrund dessen, dass sie mit Muhammad s.a.w. gut waren. Dass sie Rasulullah s.a.w. treu waren. Und nicht ihr legt uns zum Paradies ein, wovon ihr überhaupt keine Ahnung habt. Dieses Paradies, was ihr denkt, dass es ein Paradies ist, das ist eine Hülle. Im Paradies sind die Menschen einig, da drinnen die Sahaba, die der Welt a.s. gefolgt haben, das sind die im Paradies sind. Und das sind Shia al-Ali, der Abi Talib s.a.w.